Schönen guten Morgen, Herr Brandt. Guten Morgen. In Deutschland ist eine Debatte entbrannt über die Grundrechte in Corona-Zeiten, die eingeschränkt sind. Und wir lesen dazu in der FAZ äh, Proteste in ganz Deutschland. Und daraus ein Satz: Das Bundesverfassungsgericht gab einen Eilantrag gegen das Verbot einer Demo in Stuttgart statt. Und in diesem Zusammenhang mit den Grundrechten hat sich gestern auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bei uns im Heute Journal geäußert, Herr Brandt. wir schauen uns das mal gemeinsam an, ja? Es wird an der einen oder anderen Frage werden, die Juristen streiten, möglicherweise auch die Gerichte. Aber im Wesentlichen sind die Entscheidungen auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Gesetze. Darauf haben wir großen Wert gelegt und das überprüfen wir immer wieder. Aber natürlich muss in einer solchen katastrophalen Situation, in einer solchen Bedrohungslage, können wir ja nicht monatelang prüfen und debattieren und, und alle Gesichtspunkte. Es muss auch entschieden werden. Herr Brandl, Ihr Kommentar. Nein, da hat er nicht recht, der Herr Bundestagspräsident. Der Mann war mal Verfassungsminister, schon als Verfassungsminister, als Innenminister hat er an bei der Terrorbekämpfung an der Grenze des Grundgesetzes balanciert, so nonchalant, wie es jetzt macht. Über Grundrechte zu reden, ist nicht statthaft. Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie gelten, weil sie auch in katastrophalen Fällen gelten müssen. Wenn es so ist, dass in schwierigen Lagen, in Gefährdungslagen Grundrechte, wie wir es jetzt erlebt haben, einfach, radikal beiseite geschoben werden können, dann verdienen sie ihren Namen nicht. Grundrechte müssen sich in außergewöhnlichen Notfällen bewähren. Was passiert ist und was Schäuble nicht erkennt oder nicht erkennen will, es geht ja nicht darum, dass man monatelang berät, es geht darum, dass man die Grundrechte ernst nimmt. Aber vielleicht können Sie das mal konkretisieren sprechen wir über das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit, das jetzt auch eingeschränkt ist und wir haben es ja gerade gehört in Stuttgart wurde da dem Eilantrag stattgegeben bzw. wurde diese Kundgebung untersagt. Dürfen in diesen Zeiten wirklich Demonstrationen stattfinden? Natürlich dürfen sie stattfinden. Auch Trotz Ansteckungsrisiko. Auch Demonstrationen können ja unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden. Auch da kann man Abstandsregelungen einhalten. Man soll nicht so radikal sagen, Grundrechte passen nicht zu Notzeiten. Wenn es so ist, dann sind die Grundrechte nichts wert. Es beginnt schon bei. Der Bundestagspräsident sagt, die Juristen prüfen das schon. Ich habe lange gewartet darauf, dass das Bundesverfassungsgericht zum Demonstrationsgrundrecht etwas sagt. Ich habe auch lange gewartet, dass die Kirchen etwas deutlicher werden. Warum soll der Bürgermeister, warum soll ein Innenminister Gottesdienste verbieten können? Da würde die Religionsfreiheit in einer Weise eingegriffen, die meines Erachtens ungeheuerlich ist und die nie da war. Und es wird akzeptiert, weil halt die Gefahr groß ist. Wir wissen aus Terrorlagen, dass Angst eine Autobahn ist für Sicherheitsgesetze. Derzeit ist Angst eine Autobahn für Gesundheitsgesetze und für das Abräumen von Grundrechten. Und äh, es geht ja nicht um abstrakte Dinge. Äh, wenn ich als Sohn einer sterbenden Mutter nicht zu meiner Mutter darf, dann ist es ein Shutdown des Artikels 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da habe ich das Gefühl, die Politik hat in ihrer Radikalität und in ihrer Massivität die Grundrechte nicht beachtet. Die Shutdown-Maßnahmen in ihrer Totalität waren unverhältnismäßig.